Am Mittwoch gab es die Stadtverordnetenversammlung in Eisenhüttenstadt und die Tagesordnung war recht interessant. Unter anderem gab es auch einen Punkt, und zwar der Antrag der AfD in Eisenhüttenstadt. Da geht es um einen Untersuchungsausschuss. Der soll ins Leben gerufen werden, und zwar zum Thema Bürgermeister von Eisenhüttenstadt gegen den Krankenhauschef Till Frohne, der ja vor nicht allzu langer Zeit urplötzlich beurlaubt wurde. Jetzt will man wissen, was das Ganze sollte, welche Hintergründe es hatte. Also dieser Untersuchungsausschuss wurde in der SVV als Antrag eingereicht. Und jetzt haben wir heute nochmal den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Eisenhüttenstadt, Wolfgang Perske, befragt, was denn nun dabei herausgekommen ist. Und da hatte er diese Antwort. Richtig, es war ein Antrag zum Untersuchungsausschuss gestellt worden. In der Diskussion dazu gab es nachher drei Optionen. Das war einmal der Untersuchungsausschuss, das war die Behandlung des ganzen Themas im Porzel, also in dem Ausschuss, den wir ja seinerzeit schon für Beschwerden und dergleichen Petitionen gegründet haben. Und es gab noch den Antrag, eine Sonder-SVV zu bestreiten, und dem Antrag ist dann auch gefolgt worden. Wann wird die stattfinden? Ja, wir müssen uns erstmal noch mal verständigen mit dem Bürgermeister. Ich weiß, dass er jetzt im Juli in Urlaub geht. Und sobald er aus dem Urlaub zurück ist, werden wir das abstimmen. Ich gehe mal davon aus, aber ich kann das jetzt noch nicht definitiv sagen, dass wir das Anfang August machen. Ja, warten wir also mal ab, wenn die Sonder-SVV, kein Untersuchungsausschuss, ins Leben gerufen wird. Aber es gab natürlich auch noch andere Themen, die die Bürger in Eisenhüttenstadt interessieren sollten. Wichtig, denke ich mal, war auch noch mal der Beschluss zum Einzelhandelskonzept. In dem ist ja gerade auch festgeschrieben, dass es auch durchaus hier und da Erweiterungen geben kann. Ich denke zum Beispiel an die Netto-Kaufhalle in Fürstenberg-Oder, wo die Möglichkeiten bestehen, dass man das noch erweitern kann. Das halte ich auch für sehr dringend wichtig. Wir wissen, dass da gerade im Eigenheimbau ja sehr viele Bevölkerungszuwächse noch zu verzeichnen sind. Und ich denke mal, das macht da auch auf jeden Fall Sinn in dem Sinne. Wir haben zum anderen auch eine beschränkte Verkehrskonzeption beschlossen für bestimmte Bereiche in der Innenstadt, wo auch eine 30-km/h-Zone eingerichtet wird. Das ist eigentlich auch mehrheitlich durchgegangen, und das andere waren durchaus Beschlüsse, die in den Ausschüssen zuvor schon behandelt wurden und dort eine Mehrheit erfahren haben, sodass das eigentlich dann relativ problemlos ablief. Energie wird immer teurer, natürlich auch in unserer Region, und der Platzhirsch in Sachen Energie sind ja die Stadtwerke in Eisenhüttenstadt, und da gibt es natürlich auch einige interessante Dinge, denn der Chef Böswetter der Stadtwerke Eisenhüttenstadt hat ja in der SVV einen Bericht vorgelegt, und den haben wir nochmal nachgefragt, also zumindest beim Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Perske, wie er das Ganze zum Thema Stadtwerke und Energie gesehen hat. Herr Böswetter hat einen sehr umfangreichen Bericht erstattet, mit sehr vielen technischen Details auch, aber auch mit der Aussicht, wie wird es weitergehen. Er geht eigentlich davon aus, dass wir in dem laufenden Jahr 2022 recht stabil, auch was die preisliche Entwicklung sein wird, durchkommen. Aber für 2023 gibt es das große Fragezeichen. Aber die Aussage war schon definitiv, es wird auf jeden Fall höhere Kosten auf uns Bürger zukommen. Das war eine klare Aussage. Soweit die Stadtverordnetenversammlung in Eisenhüttenstadt. Wir machen weiter im Programm.